Hallo, ich bin Katharina. Ich bin 17 Jahre alt und ich mache gerade mit Quebec Deutschland ein Auslandsjahr in Kanada. Genau gesagt in Burnaby, das ist 20 Minuten von Vancouver. Und in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr euer Englisch verbessern könnt. Im Ausland, aber besonders vorm Ausland, so als Vorbereitung. Also der generelle Tipp, den ja die meisten geben, ist ja so, ja, schaut Serien, schaut Filme, vielleicht auf Netflix, immer auf Englisch. Ja, also das hilft definitiv. Also wenn ihr das nicht macht, dann macht das jetzt sofort. Aber ich glaube, die meisten Leute, die dieses Video schauen, tun das schon längst. Deswegen will ich noch ein paar andere Tipps geben, die sehr simpel sind, aber die man eigentlich ganz gut mal integrieren kann. So, wo wir schon bei dem Thema Serien und Filme sind, kann man ja auch Social Media nicht weglassen. Also für mich persönlich im Englisch lernen hat das super geholfen. Ist vielleicht jetzt nicht der schickste, die schickste Weise, Englisch zu lernen, aber ja, durch irgendwie TikTok oder Instagram, glaube ich, habe ich am meisten Umgangssprache gelernt. Also wenn ihr da englische Reels oder TikToks anschaut, dann lernt ihr definitiv den Jugendslang oder ja, keine Ahnung, auch wie man so Zeitform und alles Mögliche richtig benutzt. Also wie gesagt, einfach Umgangssprache. Also ja, dafür ist es definitiv gut, muss man schon sagen. Okay, noch eine zweite Weise, wie ihr mit den sozialen Medien eure Englischkenntnisse verbessern könnt, ist auch die Nachrichtenkanäle von dem jeweiligen Ort, in den ihr fahren werdet, halt zu verfolgen. Also zum Beispiel für British Columbia, die kanadische Provinz, in der ich gerade bin, ist der CBC-Kanal ganz groß. Also die bringen ja regelmäßig Artikel oder halt ihre eigenen Nachrichten halt, ne? Und wenn ihr die halt schaut, dann wisst ihr immer ungefähr, was gerade in der Umgebung dort so abgeht. Und ihr lernt auch so ein bisschen differenzierte Sprache, also dieses Nachrichtenenglisch und ja, könnt euch damit auch ein bisschen weiterbilden. Okay, ein anderer Game Changer, der wirklich euch dazu bringt, euer Vokabular zu erweitern und auch, ich weiß nicht, eloquenter zu klingen, wenn ihr Englisch spricht, ist definitiv englische Bücher. Also egal, ob das jetzt irgendwie Klassiker oder, ich weiß nicht, Fantasy-Romane sind, das wird beides euch helfen. Natürlich sind die Klassiker ein bisschen schwieriger. Also vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen Probleme habt, Englisch zu lesen, dann würde ich erstmal empfehlen, einfachere Bücher zu lesen. Und auch generell, wenn ihr irgendwie so einen guten Einstieg in die englische Bücherwelt braucht, dann fangt bitte mit etwas an, was euch auch interessiert. Also zwingt euch nicht, irgendwelche englischen Klassiker zu lesen, die euch dann super langweilen und dann brecht ihr eh ab, sondern lest das Genre, was euch interessiert, ob das jetzt Fantasy, Sci-Fi, Romanzen, Drama oder keine Ahnung, Dystopien oder was auch immer gibt, ist. Lest jedenfalls das, was euch interessiert. Ich persönlich kann auch ein paar so Recommendations geben. Also, falls ihr irgendwie so Thriller oder sowas mögt, dann vielleicht The Silent Patient. Fand ich richtig gut. Dann irgendwie, falls ihr euch mit so sozialen Problemen wie so Rassismus, ob euch das interessiert, dann kann ich euch definitiv One of the Good Ones oder Ace of Spades empfehlen. Also, eins der Bücher hat mich auch wirklich zum Weinen gebracht. Zwei meiner Lieblingsbücher sind auch The House in the Cerulean Sea. Das ist einfach so ein süßer Fantasy-Roman. Kann ich aber definitiv empfehlen. Fand ich richtig süß. Und dann The Invisible Life of Adèle Haenel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich kann kein Französisch, aber das ist auch eine super interessante Geschichte von so einem Mädchen, das so ewig lebt und über die Jahrhunderte hinweg halt immer im gleichen Alter bleibt. Das sind sehr Standardempfehlungen, die ich jetzt gegeben habe. Aber ich habe nie behauptet, dass ich irgendwie besondere Empfehlungen geben kann. Aber vielleicht hilft es euch. Ich fand die Bücher jedenfalls gut, die ich empfohlen habe. So, aber ich verstehe auch total, wenn ihr jetzt irgendwie nicht so eine Leseratte seid oder nicht so gerne lest oder auch gar nicht. Ich habe auch eine Empfehlung für euch. Also Audiobücher, Hörbücher, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, aber auch ein Gamechanger. Also vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie als Kind irgendwie Harry Potter oder The Hunger Games irgendwie richtig gut fandet, sich das irgendwie dann auf Spotify oder generell im Internet auf Englisch die Hörbücher anzuhören. Ich mag das richtig gerne, auch zum Einschlafen. Oder generell so englische Audiobücher auf Spotify oder
auf irgendeiner anderen App. Kann ich nur empfehlen. Besonders, wenn man halt irgendwie keine Zeit oder kein Interesse am Lesen hat. Ist wirklich super. Genauso wie englische Podcasts. Also ihr könnt da auch irgendwie auf die Podcast-Charts gehen und dann auch auf verschiedene Länder und schauen, welche Podcasts besonders beliebt in dem Land sind, in das ihr gehen wollt. Und dann könnt ihr irgendwie von den Top-Podcasts könnt ihr dann halt aussuchen, welches ihr anhören wollt. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerne True Crime oder sowas hört oder Comedy oder sowas. Davon gibt's unzählige englische Podcasts und die könnt ihr euch dann einfach geben. Und das verbessert euer Englisch auch schon mal so viel. Also mir persönlich hat das total geholfen. Also wenn ihr jetzt keine Audiobücher hören möchtet. Ein weiterer Tipp, den ich auch empfehlen kann, den ich jetzt aber auch nicht so oft gemacht habe, ist auf Englisch zu journalen oder halt Tagebuch zu schreiben. Also einfach irgendwie über einen Tag berichten oder wie gesagt halt Tagebuch schreiben und das auf Englisch machen und auch mal sehen, wie flüssig das kommt. Und das ist auch manchmal ein bisschen anderes Gefühl, seine Emotionen auf Englisch auszulassen, aufzuschreiben. Boah, ich kann auch nicht mehr reden. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist definitiv eine interessante Erfahrung. So, kommen wir jetzt auch schon zum letzten Tipp und wundere euch nicht, dass ich die Kamera geändert habe. Ich muss jetzt irgendwie mit so einem 7 Jahre alten iPad filmen, deswegen, also wundert euch nicht, denn für meinen letzten Tipp brauche ich nämlich mein Handy. Und der letzte Tipp ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, aber dafür braucht ihr die ChatGPT-App. Okay, also ihr geht da rauf und halt meldet euch an, was auch immer. Und dann gibt es hier so ein kleines Symbol, so ein Kopfhörersymbol, okay. Und wenn ihr da raufklickt, hello. Hey there, how's it going? Hi, yeah, can we talk about some English books? Absolutely. What English books are you interested in discussing? Okay, also wie ihr gerade gesehen habt, ChatGPT antwortet und ihr könnt euch tatsächlich über irgendwelche Themen unterhalten. Oder ihr könnt auch einfach sagen, ja, ich will mein Englisch verbessern und dann gibt ChatGPT euch irgendwie so Themen vor, über die ihr reden könnt. Und ChatGPT selbst stellt dann auch immer Fragen. Also ihr könnt eine full conversation halten und halt dabei euer Englisch verbessern. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie zu doof ist, aber... ja, ich bin's gut. könnt ihr auch irgendwie bei Prüfungen oder so, englischen mündlichen Prüfungen nutzen. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch haben ein paar Empfehlungen überrascht oder werden euch weiterhelfen. Und ja, ich sehe euch im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ja, tschüss!